muss jetzt an den Tom, an den Timo, an den Sven denken. Ich weiß jetzt nicht, wer als Viertes dabei ist. Ja, die hocken jetzt zu der Zeit auf der Kalmit, auf dem Drängenplatz. Mich wird es schön nerven. Es ist ein Pisswetter da draußen, das sei. Aber vielleicht hatten die ja trotzdem eine gute Zeit.
Schönen guten Morgen, ihr Leute. Ja, das bin ich. Euch möchte ich mal ganz recht herzlich hier an diesem Sonntag mal begrüßen. Wir haben jetzt seit 7 Uhr durch. Ja, ich habe gemeint, der Bäcker macht um 7 Uhr schon auf. Der macht aber erst um 7.30 Uhr auf. Aber das soll kein Problem sein. Ich sitze da jetzt in der Konzertmuschel hier bei uns im Park. Ja, ich warte noch ein bisschen ab. Ja, hör dem Wetter zu, es regnet. Es geht ein ordentliches Wind. Geht ein ordentlicher Wind. Ja, mal gucken, ob ich halt noch was zum Filmen kriege. Vielleicht ein bisschen was vom Mittagessen. Ansonsten wäre das ein ganz normaler Sonntag wäre. Ja, die Aktivität hat mal jetzt im Bäcker laufen und wieder heim wird wahrscheinlich das einzige Autoaktivität sein heute. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es nochmal besser wird. Ich habe geplant eigentlich fortzufahren heute, aber wenn ich mal das Wetter so angucke. Ja, wir haben ja mittlerweile eher Herbst als Sommer. Ja. Aber okay, Reche braucht man. Ja, wenn es noch der Experte geht, müsst ihr anderthalb Jahre mal durchrechnen, dass es genug gerechnet hat. Ich hoffe doch, dass es nicht der Fall ist und dass man noch ein paar schöne Tage riechen. Brüten heiß muss es nicht werden. Ja, aber so 24, 25 Grad dürften es dann auch sein. Also, ich bleibe jetzt da ein bisschen sitzen. Ich warte mal noch eine Viertelstunde und sowas und dann gehen wir mal Richtung Bäcker. Mal gucken, was es gibt heute. Oder ich weiß es eigentlich schon. In dem Sinne, bis später, wenn es was zu sein gibt. Schöne gute Morgen, Männers. Wie sieht's aus, so kalt mit? Seid ihr heute Nacht davon geschwommen? Ja, lebt ihr noch? Habt ihr es gut überstanden? Meldet euch doch mal, dass man was von euch hört. Jetzt bin ich immer gespannt, ob ich was zu hören kriege oder nicht. Sven ist da gut. Nein, alles gut, Mann. Bisschen Winter und das bisschen Regen ist doch nichts, ist da nichts Schlimmes. Ja? Das Schlimmste war halt wirklich der Wind gewesen, aber das hält sich auch in Grenzen. Wir sind gerade am Abbau. Ja? Alles gut, war schön. Ah, da haben sie es doch überlebt, die Männers. Also, ich hoffe doch, ihr kommt später gut nach Hause. Jetzt habe ich da schon das Frühstück bereitgestellt. Ja, ich war ja beim Bäcker, habe was zum Frühstück geholt, habe zwei Brötchen für heute Abend und für morgen früh, also morgen Mittag eins geholt. Ja, ich habe ein Brot mehr im Haus. Ja, und dann muss man noch alles hier richten. Da habe ich Quittenmarmelade, das hat mal dann das Selbst gemacht. Ja. Ja, ich kriege ja immer wieder gesagt, nimm kein Butter, das ist mir gerade egal. Das hier ist übrigens eins von der teuren Messer, wo ich habe, von Zwilling. Ja. Ja, ich habe mal überlegt, was kann ich heute euch noch zeigen, eigentlich nicht viel. Bäcker, ich gebe jetzt Frühstücke, dann passiert nämlich viel. Ja, und heute Mittag durchkochen, zeige ich es euch auch noch mal. Ein bisschen was, was ich koche tue. Und das war es dann schon für heute. Also, ich tue mal weiter hier belegen und schmieren. Und ich sage euch mal bis später.
Apps zum Mittagessen, soll es natürlich. Ach, gäbe, ich hab da mal alles hier gerichtet. Alles, was jetzt da in dem Eckel steht, gibt Salat. Da ist Salat, Lauch oder Frühlingszwiebeln, ein paar Peperonis, Tomate, Radieschen, Gartengräser. Das, was da hinten steht, gibt alles nochmal Salat. Ja, das Dressing habe ich schon bereitgestellt. Das ist im Prinzip ein bisschen Olivenöl. Ist schon drin. Ja, ein bisschen Essig. Ein Spritzer von dem Zitronat ist drin. Ein bisschen Wasser. Und dann hier ein bisschen von dem Kräuterdill Salatdressing gewürzt. Das ist gut. Ja, im Prinzip ist das Anmachen vom Mittagessen einfach. Einfach hingehen. Ja, ich habe da, wie ihr seht, keine Grumbeere, ein bisschen Lauch, Überreste vom Frühlingszwiebel, wo ich noch gerade habe. Da gehen wir jetzt einfach hier. Ich habe da angemachter Schmand als Knoblauchsauce angemacht. Schmand, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Muskat, ein bisschen Mineralwasser. Kommt einfach dazu. Dann kommt dazu einfach deren drei Eier. Mache ich da immer neu. Einer, zwei, drei. Das Ganze gehen wir jetzt hier und uns einfach mal durchrühren. Bisschen verteilen. Da einfach noch ein kleiner Schuss Gemüsebrühe aber drüber, nicht zu viel. Als Abschluss das Ganze einfach ein bisschen Käse oben drauf. Das war's, das andere Pickel brauchen wir gar nicht. So. Und jetzt hat im Prinzip bei so 180 Grad ungefähr für 20 Minuten in der Ofen. Das war's schon. Ja, der Salat ist eigentlich im Prinzip einfach. Salatsauce habe ich schon. Und der Salat dazu. Dann kommt der ganze Rest dazu. Das brauche ich eigentlich jetzt gleich nicht zu zeigen, wie man das zeigt, so schnell, du, das wissen wir. Also, gehen wir mal gucken, nachher, wenn er wieder aus dem Ofen kommt. Salat habe ich jetzt mal schon gleich geschnitten, alles drum und dran. Ja, den muss man jetzt einfach nur noch mal ein bisschen verrühren. Ja. Aber das Wichtigste holen wir jetzt mal aus dem Ofen. Ja, das ist der Grumbeerauflauf oder Kartoffelauflauf.
Ja, das ist jetzt mein Mittagessen. Also in dem Sinne, guten Appetit. Das soll es jetzt seit Verheizung gewesen sein. Ich habe das Sonntag ein bisschen begleitet. Vielleicht hat euch das Video gefallen. Ja, viel gibt es jetzt nicht mehr zu sagen. Ich weiß mich ein klein bisschen noch hinlächer. Hat auch passiert auch nicht mehr viel. In dem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich sage schönen Gruß und auf Wiedersehen. Ja, es ist windig.